Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Fotografie für Anfänger Videokurs. Heute bin ich hier wieder in den Dolomiten unterwegs und zwar bin ich hinter den drei Zinnen auf der anderen Seite und wir haben hier ein wunderschönes Motiv. Allerdings, und das sieht man jetzt ganz gut, wenn man sich hier mal so ein bisschen mitdreht, wir fotografieren quasi so ein bisschen ins Gegenlicht. Die Sonne steht noch ein bisschen hoch. Ich möchte jetzt hier trotzdem ein Foto machen. Und wir haben also das große Problem, dass wir hier wahrscheinlich erstens auf dem Kameradisplay gar nicht so gut erkennen können, wegen dieser ganzen Sonneneinstrahlung und so weiter, wie wir das Bild korrekt belichten müssen. Und das andere Problem ist wahrscheinlich auch, dass wir sowohl so ein paar ausgefressene helle Bildstellen haben, als auch ein paar schwarze Bildstellen, einfach weil der Kontrast so extrem hoch ist. Und genau deswegen gibt es ein Hilfsmittel in der Kamera und auch in der Bildbearbeitung. Und das ist das Histogramm. Und dieses Histogramm schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's! So, wir haben die Kamera jetzt hier aufgebaut und ich werde als erstes einfach mal ein Foto machen, damit du überhaupt siehst, was ich meine. Denn wenn ich jetzt hier das Ganze mal entsprechend von der Belichtung richtig einstelle, ich stelle jetzt hier mal eine Blende 8 ein, ISO ist bei 64 und ich habe eine 125. Sekunde. Dann sagt mir mein Belichtungsmesser, dass das Bild korrekt belichtet ist. So, jetzt mache ich einfach mal ein Foto und das schaue ich mir jetzt hier einfach mal an. Das Problem ist jetzt, ich kriege hier von der Sonne relativ viel Gegenlicht und ich kann das Display gar nicht so genau sehen. Ja, ich könnte jetzt hier durch meine elektronischen Sucher noch so ein bisschen gucken, aber auch hier kann ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig beurteilen, ob ich nicht zu helle Stellen oder zu dunkle Stellen im Bild habe. Das geht natürlich in dunklen Räumen einfach immer besser. Und deswegen gibt es ein Hilfsmittel, sowohl in der Kamera als auch in Bildbearbeitungsprogrammen und das heißt Histogramm. Das Histogramm ist quasi eine Grafik. Und ich zeige dir jetzt erstmal, wie ich das Ganze einstellen kann. In meiner Kamera, das ist in jeder Kamera ein bisschen anders, in meiner Kamera ist es einfach so, dass ich hier oben den Display-Button ein paar Mal drücken muss und dann bekomme ich jetzt hier das Histogramm angezeigt. In Lightroom zum Beispiel findest du das Histogramm rechts oben. Ja, da siehst du diese Grafik, das ist wie so ein Diagramm mit mehreren Ausschlägen und ich werde dir als erstes jetzt mal zeigen, wie das Histogramm eigentlich aufgebaut ist. Das Histogramm, wie gesagt, ist eine Grafik, ein Diagramm und geht von links nach rechts. Links sind die dunkelsten Bildbereiche, ja, also die Schwarzwerte, dann kommen so die Schattenbereiche, dann kommen in der Mitte die Mittelwerte, auf der rechten Seite kommen dann die hellen Bildbereiche, also die Lichter nennt man sie auch. Und ganz rechts sind dann die Weißtöne. Das ist also das, wo es wirklich 100% weiß ist. Und dann siehst du jetzt, dass dieses Histogramm verschiedene Ausschläge hat. In dem Fall jetzt hier hat mein Histogramm zum Beispiel einen relativ hohen Ausschlag auf der linken Seite. Das heißt, wir haben relativ viele dunkle Bildbereiche. Wir haben aber auch einen sehr großen Ausschlag auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben auch sehr viele helle Bildbereiche. Und dadurch, dass das Histogramm jetzt gerade auf der rechten Seite an dem rechten Rand angrenzt, bedeutet das, dass wir Bildbereiche haben, also Pixel haben, die wirklich zu 100% weiß sind. Das heißt, die haben keine Information mehr. Das heißt auch, sie sind ausgebrannt und wir können da auch in der Bildbearbeitung nichts mehr retten. Und das zeigt mir dieses Histogramm quasi an. Es ist ein Werkzeug, mit dem ich meine Belichtung besser einstellen kann, beziehungsweise besser beurteilen kann. Der Ausschlag in dem Histogramm zeigt dir an, wie viele Bildbereiche davon jeweils betroffen sind. Es zeigt dir nicht an, welche Bildbereiche, also wo die genau lokalisiert sind in dem Foto. Es zeigt dir nur an, wie viele Helligkeitsbereiche davon quasi betroffen sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen sehr hohen Ausschlag im linken Bereich des Histogramms haben, dann sagt das quasi aus, dass wir viele dunkle Stellen im Bild haben. Aber es sagt mir quasi nicht, wo diese dunklen Stellen im Bild sind. Das kann ich ja selber visuell mit meinen Augen dann überprüfen. Jetzt ist auch noch ganz wichtig, wie kann ich das Histogramm beeinflussen? In der Kamera kann ich das tun mit ISO, Blende und Verschlusszeit. Ich kann also die Blende, wenn ich das Histogramm weiter nach links schieben möchte, weil es zu hell ist, dann will ich das weiter nach links schieben, damit es ein bisschen dunkler wird. Dann könnte ich zum Beispiel die Blende weiter schließen. Ich könnte die Verschlusszeit verkürzen oder ich könnte auch den ISO-Wert weiter runterdrehen. Andersherum, wenn ich das weiter nach rechts schieben möchte, genau andersrum. Blende weiter öffnen, Verschlusszeit
länger machen oder den ISO-Wert weiter nach oben drehen. In der Bildbearbeitung habe ich dazu auch einige Möglichkeiten. Da können wir jetzt mal in Lightroom reingucken. Da habe ich nämlich insgesamt 5 Regler, die ich bedienen kann. Ich habe einmal die Belichtung. Das ist quasi das, was ich hier mit der Blende und der Verschlusszeit einstellen kann. Das kann ich mit dem Belichtungsregler auch simulieren. Dann habe ich aber noch weitere Möglichkeiten. Und das ist der große Vorteil, dass ich dieses Histogramm in der Bildbearbeitung tatsächlich sogar noch ein bisschen besser beeinflussen kann als in der Fotografie an sich. Weil ich nämlich jetzt die Möglichkeit habe, die Lichter, die Schatten, die Weißtöne und auch die Schwarztöne einzeln zu bewegen und damit das Histogramm in bestimmten Bereichen nur zu verändern. Das heißt, ich könnte jetzt nur die Schwarztöne anheben, ich könnte nur die Schatten anheben oder auch dunkler machen und genauso könnte ich das auch mit den Lichtern machen. Die kann ich entweder dunkler oder heller machen, ohne dass ich dann aber die Schatten dabei bearbeite. Das ist in der Kamera ein bisschen schwieriger. Hier kann ich also wirklich nur an der Belichtung feilen. Wie ich schon gesagt habe, ist es von Kamera zu Kamera sehr unterschiedlich, wie du dir das Histogramm dann anzeigen lassen kannst. Da schau einfach mal in der Bedienungsanleitung deiner Kamera nach, beziehungsweise einfach mal bei YouTube googeln, dein Kameramodell eingeben und Histogramm dazu. Und es gibt eigentlich zu jedem Kameramodell inzwischen genug Videos, wo dir genau gezeigt wird, visuell, wie du dann das Histogramm entsprechend einblenden kannst. Jetzt ist es so, dass man natürlich mit dem Histogramm auch sehr kreativ werden kann. Technisch gesehen, gerade in der Landschaftsfotografie, ist es für mich immer sinnvoll, dass ich ein Histogramm am Ende in dem Bild habe, wo nichts entweder links oder rechts anschlägt. Das bedeutet, ich habe keine ausgebrannten hellen Stellen, die ich nicht mehr retten kann und ich habe auch keine abgesoffenen Tiefen, die komplett schwarz sind. Ich möchte also überall im Bild Details haben. Ich möchte überall Helligkeitswerte haben, wo ich Details sehen kann. Das ist jetzt in so einer Situation wie hier relativ schwierig. Die Sonne steht noch relativ hoch. Wir haben einen sehr starken Kontrast im Bild. Und ich habe ja vorhin schon hier ein Foto gemacht. Und wenn man sich jetzt hier mal das Histogramm anguckt, das schlägt sehr stark rechts an. Ich könnte das jetzt hier noch ein bisschen dunkler machen, aber dann siehst du, schlägt es auch auf der linken Seite an. Wir werden also niemals ein Foto hier hinbekommen, wo wir alle Helligkeitswerte des Bildes mit Details versehen können. Von daher müssen wir uns da ein bisschen anderweitig helfen. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Arten der Fotografie, wo das vollkommen okay ist, wo man auch kreativ das Ganze einsetzen kann, dass bestimmte Bildbereiche komplett schwarz sind oder komplett weiß. Also davon nicht leiten lassen jetzt, dass ich jetzt sage, ich möchte in meinem Fall jetzt hier in der Landschaftsfotografie so ein Histogramm haben. Das kann bei dir natürlich auch völlig anders aussehen. Ich möchte nur auf eine bestimmte Sache hinaus, denn wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Situation, wo ich sowohl rechts als auch links anschlage, dann muss ich mir anderweitig helfen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich mache die Kamera auf ein Stativ, so wie ich es jetzt hier habe. Das heißt, die Kamera bewegt sich kein bisschen. Und jetzt mache ich mehrere Bilder. Ich mache ein zu dunkles Bild. Also ich werde jetzt hier mal die Verschlusszeit auf eine 400stel ungefähr einstellen. Und dann sehe ich in der Vorschau vom Histogramm, okay, das schlägt jetzt nur noch links an, aber nicht mehr rechts. Das heißt, ich habe jetzt alle Bildbereiche, die zu hell sind, gerettet. Jetzt mache ich ein Foto. So, dieses Foto habe ich im Kasten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wir haben noch zu dunkle Stellen im Bild. Jetzt machen wir genau das gleiche Bild nochmal. Die Kamera hat sich ja nicht bewegt, steht ja auf einem Stativ. Jetzt mache ich das Ganze von der Verschlusszeit mal ein bisschen heller. Und zwar so hell, dass links nichts mehr am Histogramm anschlägt. Jetzt mache ich wieder ein Bild. Jetzt habe ich zwei Bilder. Die kann ich mal nebeneinander legen. Na, die sind pixelgenau übereinander. Das eine ist hell, das andere ist dunkel. Wenn ich diese beiden Bilder jetzt in der Bildbearbeitung kombinieren kann und daraus ein Bild quasi machen kann, wo alle Helligkeitswerte mit Details versehen sind, dann habe ich genau das erreicht. Dann habe ich mich am Ende ein Histogramm, was sowohl links als auch rechts nicht anschlägt. Insgesamt kann ich dir aber sagen, dass es sehr viel wichtiger ist, wenn du jetzt nur ein Bild machen möchtest, dass man darauf achtet, dass man keine ausgebrannten Stellen in den hellen Bildbereichen hat. Denn die kann man auf gar keinen Fall mehr retten. Bei dunklen Bildbereichen, bei zu dunklen Bildbereichen ist das einfacher. Da kann man in Lightroom zum Beispiel oder auch in anderen Bildbearbeitungsprogrammen relativ einfach die Schatten wieder hochziehen und man kriegt meistens noch sehr viele Details heraus, obwohl man sich so denkt, eigentlich muss das doch komplett schwarz sein. Also merke dir einfach, lieber das Bild ein bisschen unterbelichten, wenn du noch alle Details haben möchtest. Sobald du aber ein Bild überbelichtest, dann ist das eigentlich verloren, zumindest die hellen Stellen im Bild. Von daher, da immer merken, lieber ein bisschen zu dunkel belichten. Eine Sache ist noch ganz wichtig, worauf du achten solltest. Wenn du in der Kamera dir das Histogramm anzeigen lässt, dann ist das das Histogramm der JPEG-Vorschau. Warum ist das jetzt ein Unterschied? Es ist einfach so, bei einem JPEG
bearbeitet die Kamera ja quasi das Bild schon vor. Also da wird nochmal Kontrast drüber gelegt, da wird auch entsprechend an den Farben noch ein bisschen gedreht und so weiter und so fort. Dementsprechend gucken wir uns also das Histogramm eines bearbeiteten Fotos an. Wenn du aber im RAW-Format fotografierst, wird dir trotzdem eine JPEG-Vorschau auf dem Display angezeigt. Das ist ganz wichtig. Denn es kann natürlich sein, dass das Histogramm jetzt hier schon sagt, oh, wir sind schon hier am Anschlag, aber die RAW-Datei hat eigentlich noch ein paar mehr Möglichkeiten. Das solltest du einfach bedenken, dass du in der Kamera ein Histogramm der JPEG-Vorschau anschaust und nicht von der RAW-Datei. Das Histogramm der RAW-Datei siehst du dann, wenn du es in Lightroom importierst und dir dann entsprechend anzeigen lässt. Schauen wir uns das ganze Foto jetzt nochmal am Computer an. Ich bin jetzt in Lightroom drin, habe dort das Foto reingezogen und du siehst jetzt hier oben rechts wieder das Histogramm. Das sieht doch relativ ähnlich aus wie das Histogramm auch in der Kamera. Nur dieses Mal, wie gesagt, ist es nicht das Histogramm der JPEG-Datei, der JPEG-Vorschau-Datei, die man auf dem Display der Kamera sieht, sondern diesmal ist es das Histogramm von der RAW-Datei. Und die RAW-Datei, habe ich ja schon gesagt, ja, da gibt es ein bisschen mehr Spielraum und deswegen sieht das Histogramm hier so ein kleines bisschen anders aus. Man sieht aber auch, hier auf der rechten Seite stößt das Histogramm an. Und deswegen haben wir auch hier diese Dreiecke, die aufleuchten. Auch in der linken Seite, im Schwarzbereich, stößt das Ganze so ein bisschen an. Wenn ich jetzt einmal die Taste J drücke, dann wird mir auch automatisch angezeigt, hier mit diesen roten und blauen Pixeln, wo ausgebrannte Stellen sind oder wo auch Schattenbereiche sind, wo auch keine Details mehr vorhanden sind, wo es also komplett schwarz ist. Das haben wir einmal hier oben in den Wolken drin und einmal hier unten so ein kleines bisschen in den Felsen. Wenn ich jetzt nochmal J drücke, dann ist das Ganze wieder weg. Und man kann sich dieses Histogramm jetzt hier sehr schön veranschaulichen. Zum einen finde ich das Histogramm hier ein bisschen schöner, weil es größer dargestellt wird. Und zum anderen kann man das Histogramm in der Bildbearbeitung auch nochmal ein bisschen präziser manipulieren. Denn wir haben hier nicht nur die Möglichkeit, die Belichtung durch die Verschlusszeit oder durch Öffnen und Schließen der Blende zu verstellen, sondern wir haben auch noch weitere Regler, die man hier verstellen kann. Wenn ich mir jetzt hier mal in den Grundeinstellungen mich anschaue, ich habe hier einmal den Belichtungsregler, also das ist quasi ja das, was wir auch in der Kamera einstellen können. Ich kann also die Belichtung entweder heller machen oder dunkler. Aber gleichzeitig kann ich auch noch einzeln die Lichter ansprechen, die Tiefen, die Weißwerte und die Schwarzwerte. Und wenn ich jetzt hier oben in das Histogramm reingehe, dann siehst du, je nachdem, wo ich den Mauszeiger hinbewege, dass die Fläche hier so ein bisschen gehighlightet wird. Ich bin jetzt hier in der Mitte drin und hier unten steht immer, was wir hier gerade uns angucken. Ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, Belichtung, ja, also das ist quasi dieser Regler hier. Wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter nach rechts gehe, dann steht da auf einmal Lichter und das ist der Regler hier. Das heißt, ich kann mit diesem Regler diese rechte Seite hier so ein bisschen mehr bestimmen. Und wenn ich ganz nach rechts gehe, dann steht da auf einmal weiß. Dann bin ich in den Weißwerten drin. Und wenn ich auf die andere Seite weiter nach links gehe, dann habe ich hier einmal die Tiefen. Das ist dieser Regler hier. Und dann habe ich noch die Schwarzwerte. Du siehst, das Histogramm ist also in 5 Teile aufgeteilt. Und ich kann jeden einzelnen Teil dieses Histogramms mit einem einzelnen Regler ansprechen und kann den entweder weiter nach links oder weiter nach rechts schieben, also heller oder dunkler machen. Das kann ich in der Kamera nicht. Dort habe ich wirklich, wie gesagt, nur die Möglichkeit, die Belichtung zu verändern. Und hier in der Bildbearbeitung kann ich das Histogramm also wesentlich besser noch einstellen. Das sollte man einfach nur im Hinterkopf haben, wenn man fotografiert, wenn man vor allem im RAW fotografiert, im RAW-Modus, weil man dann halt später nachträglich noch das Histogramm so ein bisschen verändern kann. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Lichter mal ein bisschen weiter runterziehen. Ja, und jetzt sieht man auch, wie der rechte Teil des Histogramms sich weiter Richtung Mitte, also weiter Richtung links bewegt. Ich ziehe den Regler weiter nach links, also bewegt sich auch dieser Teil des Histogramms weiter nach links. Es wird also dunkler gemacht. Ne? Man sieht es jetzt auch sehr schön im Foto, nicht nur auf dem Histogramm, dass die hellen Bildbereiche hier abgedunkelt werden. Das sieht man sehr schön im Himmel und da, wo die Wolken sind. Also wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal weiter runterziehe, dann dunkle ich hier die hellen Stellen im Bild also weiter ab. Genauso könnte ich auch die Weißtöne noch so ein kleines bisschen weiter nach unten ziehen. Und jetzt sieht man auch, dass das Histogramm nicht mehr anstößt. Was jetzt ganz wichtig ist, für jemanden, der das erste Mal macht, der denkt jetzt vielleicht, oh, jetzt stößt das Histogramm ja nicht mehr an, jetzt habe ich hier alle Details drin. Dem ist nicht ganz so. Wenn ich jetzt nämlich das hier wirklich mal richtig weit runterziehe
und auch die Lichter, dann wirst du feststellen, dass wir bestimmte Bereiche haben, die trotzdem hier komplett weiß sind und jetzt nur komplett grau werden. Also da kriegen wir trotzdem keine Zeichnung mehr rein. Gerade hier oben so ein bisschen oder auch hier in dem Bereich. Da sieht man trotzdem, das ist einfach nur eine Fläche quasi, ohne dass da irgendwelche Zeichnung drin ist. Man kann es abdunkeln, aber man kriegt deswegen nicht mehr Zeichnung und mehr Details dadurch hinein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also das Histogramm stößt jetzt hier nicht mehr wirklich an in dem Fall, aber trotzdem haben wir da keine Zeichnung mehr drin. So, jetzt machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen auf Null. Jetzt könnte ich auch gleichzeitig die Tiefen hier noch so ein bisschen aufhellen und vielleicht sogar auch die Schwarzwerte so ein bisschen mit rüberziehen. Und jetzt haben wir schon wesentlich mehr Details im Bild drin. Also jetzt schieben wir das ganze Histogramm so ein bisschen in der Mitte zusammen und dadurch können wir noch so ein paar mehr Details gewinnen. Also die Lichter, die packe ich jetzt hier mal ein bisschen weiter runter noch. Und jetzt ist dieser Kontrastumfang nicht mehr ganz so groß, wie wir ihn am Anfang hatten. Eine weitere Kleinigkeit noch, ich kann auch das Histogramm verschieben, indem ich jetzt hier mit der Maus einfach über das Histogramm rübergehe und hier einfach mal festhalte und je nachdem, in welchem Bereich ich gerade drin bin und dann die Maus drücke und gedrückt halte und dann nach rechts oder nach links ziehe, kann ich auch das hier verschieben. Ich bin jetzt gerade in der Belichtung drin und du siehst, dass sich jetzt der Belichtungsregler hier auch verschiebt, wenn ich mit der Maus nach rechts oder nach links gehe. Also du kannst auch das Histogramm hier wirklich so bearbeiten, dass du direkt in dem Histogramm quasi dir deine Maus hinziehst, wo du das gerade brauchst. Das ist vielleicht für manche noch ein bisschen angenehmer, als mit den Reglern hier zu arbeiten. So viel also zum Thema Histogramm. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle sei nochmal gesagt, es ist ein Hilfsmittel. Du kannst es verwenden, du musst es nicht verwenden. Du kannst entweder darauf achten, dass du ein technisch sauberes Bild machst, indem du nichts anschlagen lässt, rechts oder links. Du kannst aber auch kreativ werden, indem du sagst, du machst das genau mit Absicht. Für mich wäre jetzt wichtig, dass du deine Kamera in die Hand nimmst und das Ganze ausprobierst. Probier vor allem auch mal aus, den Unterschied zu sehen von dem Histogramm in der JPEG-Vorschau auf der Kamera und dann vergleichst du das Ganze mal mit dem Histogramm von der RAW-Datei in der Bildbearbeitung, dass du dafür ein Gefühl bekommst, wie das Ganze funktioniert. Mach auch mal eine Belichtungsreihe, so wie ich es gemacht habe, mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen und füge die später mal in der Bildbearbeitung zusammen. All das hast du ja in diesem Video gesehen. So kannst du also dein Histogramm auch selber noch gut beeinflussen, natürlich auch mit einer Einzelbelichtung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Lektion wieder. Bis dann. Ciao.